Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Löwenkind-Box von Liont. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Löwenkind von Liont aus dem Jahr 2015. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine weiße Box mit rotem Aufdruck. Und zwar haben wir hier einmal in so einem mehr oder weniger Comic-Stil, so einen Löwenkopf abgebildet. Und dann lesen wir hier Löwenkind Liont FSK 12. Also ihr dürft noch eine DVD beiliegen und Limited Box lesen wir hier. Ansonsten das Ganze weiß. Hier unten auch nochmal Liont, dieser rote Streifen zieht sich hier durch. Rechts ebenfalls Löwenkind und Liont zu lesen. Nochmals der Interpret, nochmals Albumname plus Interpret. Und dann haben wir auf der Rückseite Euer Löwe sagt Danke stehen. So sieht der junge Mann aus. Und dann haben wir hier die Credits und einen Barcode. Gut, wir machen das Ganze mal auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Bandana. Dann so ein Gymbag, so ein Turnbeutel. Eine Autogrammkarte. 1, 2, 3 Sticker, ein Poster und das Album an sich. Das Album hier in so einem speziellen Einleger. Klappbox machen wir mal wieder zu. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Das Ganze ist ein Pappschuber. Löwenkind Liont Premium Edition inklusive DVD. Ja, hier sehen wir nochmal den Interpreten mit den Händen hinter dem Kopf verschränkt. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist, und zwar haben wir 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben Features von Die Lochis, KF und Matrix. Ja, Die Lochis und KF jetzt nicht überraschend, allerdings Matrix ist wahrscheinlich für den einen oder anderen unerwartet, was der auf diesem Album macht. Allerdings muss man sagen, dieses Album ist 2015 erschienen und 2014 kam ja von Matrix die Kamikaze EP, war das? Ja, ich glaube EP, Kamikaze EP. Und auf diesem Album, oder auf dieser EP, wurde damals bereits schon Liont und KF gefeatured. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das hier so die Revanche war für dieses Feature auf Kamikaze. Gut. Wir machen das Ganze mal aus dem Pappschuber raus. Album sieht genauso aus vom Cover wie auch schon auf dem Pappschuber. Wir haben hier ein Standard Jewel Case. Auf der Seite lesen wir auch nochmals Liont Löwenkind. Tracklist kennen wir bereits. Und dann kommen wir zum Innenleben. So, als erstes werfen wir mal einen Blick in das Booklet. So, was haben wir hier? Also, wir haben jede einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, gefeatured, produziert etc. Und dann haben wir hier noch weitere Aufnahmen von Liont. Was ich sehr spannend finde, dass unser alter Freund KingSize das Ganze gemastert hat. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Also, der erfolgreichste Mastering oder Audio Engineer im Bereich Deutschrap hat auch hier Löwenkind gemastert. Nicht schlecht. So sieht das aus. Weitere Tracks, weitere Aufnahmen. Löwenkind. Und dann haben wir hier zum Abschluss noch die Credits. Und die Infos zur Löwenkind Live-Tour. Tatsächlich, er war sogar in Wien. Habe ich leider verpasst. Und dann haben wir hier noch eine Danksagung. Euer Timo. Ja, könnt ihr euch natürlich hier im Detail durchlesen. So, dann haben wir noch die Infos. Fotos, Produktmanagement. Okay. Und die Credits zum Album. So. Die Album-CD sieht so aus, Löwenkind, Liont und auch hier links wieder der Interpret abgebildet, Standard-CD
Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine DVD mit Videos. Soweit ich informiert bin, sind hier keine Videoclips drauf, also keine Musikvideos, sondern es sind angeblich Videos, die es in der Form nicht auf seinem YouTube-Channel gab. Also dieser Mann ja ein erfolgreicher YouTuber im deutschsprachigen Raum. Und diese Videos, die er da produziert hat, sind, soweit ich informiert bin, nicht auf seinem Channel abrufbar, also wirklich exklusiv auf dieser DVD zu sehen. Dann haben wir ein Poster. Und zwar sieht dieses so aus. Das Foto kennen wir bereits vom Booklet. Und hier unten rechts sehen wir dann noch diesen Löwenkopf. Ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt, Rückseite blank weiß. Dann haben wir Sticker, und so haben wir drei Sticker an der Zahl. Wir haben einmal hier diesen Sticker, Lyant lesen wir hier in rot auf weißem Untergrund. Dann haben wir hier diesen Sticker hier, Tag Kinas. Ich glaube, das ist die Begrüßungsformel, mit der meistens die Videos eröffnet wurden oder werden. Und dann haben wir hier noch diesen Löwenkopf in dieser Comic-Variante, in quadratisch, ebenfalls in Rot und Weiß. Zusätzlich haben wir dann noch diese Autogrammkarte, unterschrieben mit schwarzem Stift. So sieht das aus. Rückseite blank weiß. Dann haben wir ein Bandana. Dieser sieht so aus, in schwarz und weiß gehalten, überall in allen verschiedenen Winkeln und Größen angeordnet, diese Löwenköpfe, und in den Ecken jeweils oben als auch unten lesen wir wieder den Namen des Interpreten, dann noch so zwei Balken, also so ein Rahmen mehr oder weniger. Das Ganze ist einseitig bedruckt, vom Material her relativ dünn, also ihr seht schon, das ist ziemlich durchsichtig. Und wir haben hier auch noch einen Infozettel, womit wir es zu tun haben. Und zwar lesen wir hier 100% Baumwolle und die Waschhinweise. Ja, als Bandana oder als Halstuch zu tragen, je nachdem, wie man das bevorzugt. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses Stück hier. Ein Turnbeutel, auch hier wieder Tag Kinas zu lesen. Innenseite blank schwarz, und dann haben wir hier jeweils so zwei Schlaufen mit eingenäht, die hier die Seile halten, die Schnüre, und mit Hilfe dieser Schnüre kann man natürlich das oben dann zuziehen. Es würde mich noch interessieren, ob wir hier auch etwas vorfinden, und zwar, was lesen wir hier? Einmal Joytex GmbH und Co. KG. Allerdings kein Hinweis darauf, woher das kommt oder was, aus welchem Stoff das gemacht ist. Oder? Und einmal auf links. Nein. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es sich auch hier in diesem Fall, in diesem Turnbeutel hier, oder bei diesem Turnbeutel hier, um Baumwolle handelt. So, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Turnbeutel in schwarz und weiß, wie gesagt, meiner Meinung nach ist das Baumwolle. Dann dieses Bandana, ebenfalls in schwarz und weiß, 100% Baumwolle. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Dann haben wir diese Autogrammkarte unterschrieben. Dann drei Sticker, einmal quadratisch, einmal rund, kreisrund und einmal im rechteckigen Format. Und dann haben wir natürlich das Album an sich in diesem Pappschuber inklusive dieser Bonus-DVD. Ja, ansonsten, ich kann nicht allzu viel zu dem guten Mann sagen. Ich habe seinen YouTube-Channel damals wie heute nicht wirklich verfolgt. Es ist mir natürlich bekannt, dass er über YouTube relativ bekannt ist oder bekannt wurde damals. Und das war es auch schon. Also viel mehr kann ich zu dem guten Mann nicht sagen.
Es ist halt so ein klassischer Fall von YouTuber nimmt Album auf oder YouTuber macht Musik. Ist natürlich wie immer Geschmackssache. Meine Musikrichtung ist es nicht ganz so, aber jeder wie er will. Das alles in dieser wunderbaren Box Löwenkind von Liont. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Liont unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.